Zuschauer, heute geht es um ein Titan Frame Lock Folder. Ja, sieht man auch sehr selten bei mir auf dem Kanal, aber es ist möglich, weil einmal die Firma Midgards Messer hier eine Karte, eine im Used Look gestaltete Karte aus dem Pass Around. Ich denke mal, die ist schon durch viele Hände durch, deswegen sieht sie ein bisschen authentisch aus. Und der YouTube-Kanal Outdoor Heinz haben das ermöglicht, dass ein paar Auserwählte dieses Messer hier vorstellen dürfen. Und ich bin einer, der ganz stolz sagen kann, oh, ich bin mit dabei. Klasse. Bevor wir zum Messer kommen, einmal ganz kurz zur Tasche. Das möchte ich euch nicht verheimlichen. Die Tasche, die kommt hier so her. Das ist eben so eine, ja, ne, mit dem Reißverschluss drin schön ausgepolstert. Und ein mega, mega Monster-Patch hier drauf. Ist echt geil. Ja. Jetzt schauen wir mal ganz kurz drauf. Ja, so 9 cm Patch, das ist schon was. Genau, kann man wie gesagt ja auch woanders hin patchen, muss ja nicht auf der Messertasche bleiben, aber dort, das ist ganz gut gelungen. Genau, aber kommen wir jetzt gleich zum Messer. Ja, wir haben hier einen Titan Frame Lock Folder. Wir haben hier Materialien der Messerklinge verbaut, das ist der CPM D2. Ja, klasse Stahl in einem Stonewash Finish. Ja, das ist zusammen natürlich so richtig, wie soll ich sagen, wuchtig kommt es daher, erinnert so ein bisschen, wenn man es jetzt so betrachtet, an das, wie ist das, Medford, oh, jetzt komme ich nicht drauf, wie es heißt, aber Medford baut sowas Ähnliches, ist aber absolut jetzt nicht hier, das sagen möchte, das wäre ein Klon oder so, wie gesagt, das ist nur so von dieser brachialen Bauweise, erinnert mich so ein bisschen an Medford, ja, aber genial, kommen wir jetzt zu diesem Messer nochmal ein bisschen detaillierter. CPM D2, Stahl habe ich ganz, ganz wenig Erfahrung mit diesem Stahl. Das ist, wie gesagt, vom Namen her, muss ich sagen, überzeugt er mich jetzt schon, weil ich bin ja absolut D2-Fan und den als CPM, ja, genial. Ich habe jetzt wenig geschnitten mit dem Messer. Ich weiß nicht, wie die Schnittperformance ist. Das Einzige, was ich euch zeigen kann, das wäre, wie viel Material hinter der Klinge ist. Das ist ja auch schon mal ein guter Indiz. Genau, einmal mit der Bügelmessschraube ganz kurz reingehalten. Ich habe das schon voreingestellt für euch. Wir sind hier bei 4,8778 so ungefähr. Und man sieht einigermaßen, wenn es dann mal scharf wird an der richtigen Stelle, da, ja, die Klinge verschwindet an der Stelle. Genau, das habe ich jetzt an mehreren Stellen probiert. Also es liegt knapp unter 0,5 mm, das kann ich schon mal sagen. Und dadurch wird das Messer schneiden. Es kommt scharf daher, ja, das brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Das ist scharf gekommen zu mir. Ich weiß nicht, was die Kollegen im Passaround jetzt damit gemacht haben, weil ich habe extra noch keine Videos geguckt. Nicht, dass ich zu viel nachsabbel, was ich irgendwo aufgeschnappt habe. Und daher habe ich mich jetzt hier mal zurückgehalten mit den anderen Videos. Es kommt scharf daher, könnte aber nochmal abgezogen werden, um wirklich auch feinstes Papier schneiden zu können. Aber es macht Kurven in ganz normalem Papier. Ja, kommen wir nochmal ganz kurz zurück zur Klinge. Wir haben hier dieses Swatch drauf und das ist schon mal eins der absoluten Highlights von diesem Messer. Und zwar ist es ja eigentlich eine Drop-Point-Klinge. Ja, wenn man das so sieht. Ja, ein Drop, ja, ich verfolge das mal so. Aber durch diese Swatch, die hier oben drauf ist, kommen, wenn wir im richtigen Winkel das jetzt andeuten, ich sehe das in der Kamera einigermaßen, kriegen wir das hin, dann wirkt das wie eine Clip-Point-Klinge aus bestimmten Winkeln. Und das ist natürlich eine richtige Verspieltheit, das sind so Details, die finde ich richtig gut. Das heißt, diese Swatch, die wir hier sehen, die ist nicht einfach jetzt hier so einmal runtergeschliffen, sondern die ist wirklich so V-förmig geschliffen, dass wir hier eine angedeutete Clip-Point-Klinge quasi erkennen können, finde ich mega. Ja, wir haben dann hier diese
Oh, jetzt komme ich nicht drauf, wie heißt denn diese, das ist keine Blutrinne, das ist eine Gewichtsreduzierungsrinne, ich komme jetzt leider nicht drauf, sorry, dass ich den Begriff nicht weiß, das brauche ich auch, weil das Messer hat, ich habe es vorhin extra nachgewogen, sagenhafte 209 Gramm, also trotz Titan ist das natürlich hier sehr, sehr mächtig, es ist auch sehr, sehr kopflastig, ja, weil das Titan eben viel leichter ist als diese brachiale Klinge. Die Klingenform an und für sich, das ist wirklich klasse gelungen hier. So einen richtigen hochgezogenen Drop-Point-Klinge hat man hier. Das ist richtig klasse gemacht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das hier ein toller, ja, zum Aufbrechen der Jagd, wie auch immer. Man hat eben wirklich sehr, sehr viel Klinge im vorderen Bereich zur Verfügung, was ich sehr toll finde und ich finde auch optisch ist das natürlich auch ein richtiges Highlight. Hier ist so ein Baustein drin, der hat für mich jetzt wenig Zweck. Ich weiß nicht, wofür der ist, ob man es hiermit versucht hat, 42A-konform hinzubekommen. Ich sage, das bekommt man nicht hin, weil ich bekomme es auch immer noch mit einer Hand auf. Ich bekomme es sogar, jetzt wenn ich es an der richtigen Stelle habe, ja, nahezu geflippt, ja. Geht jetzt schlecht vor der Kamera, ich muss aufpassen, dass ich hier nichts treffe. Aber 42A ist für mich hier etwas anderes, weil ich auch in der Rinne hier muss aufpassen. Wenn ich natürlich hinten den Frame-Lock zusammendrücke, kommt es nicht raus. Deswegen muss ich immer die richtige Haltung finden. Und jetzt hier vor der Kamera ist es natürlich anders, seht ihr. Also da geht es relativ zügig raus. Und durch die Kugellager, die hier verbaut sind, ist es natürlich so, dass man es auch relativ gut aufwerfen kann, nachdem man über den Detent drüber ist. Ja, das ist ja weniger aufwerfen. Das ist ja so. Ich brauche hier nur aus dem Detent raus und schon kann ich es quasi reindrehen oder rausdrehen, das Messer, weil es eben einfach butterweich läuft. Genau. Aber da kommen wir später noch dazu. Bleiben wir noch mal kurz auf der Klinge. Stonewash hatte ich erwähnt. Klasse Stonewash hier drauf. Ihr seht das sehr gleichmäßig. Ja, richtig schön gelungen. Und ein weiteres Highlight an dem Messer, das ist hier unten das Ende. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wünschte mir, andere Messerhersteller könnten das auch, die Klinge so weit an den Guard heranzubringen, dass man wirklich bis zum Schluss arbeiten kann und trotzdem noch eine minimale Schleifgabe hat, die auch enorm wichtig ist, wenn man ein Messer so weit ranzieht an den Griff. Ja, weil man darf nicht vergessen, beim Schleifen, da kommt man relativ schnell dagegen. Wenn ich das mal kurz demonstrieren darf, also ich darf auf keinen Fall mein Messer so schleifen, weil ich sonst hier hinten eben gegenkomme mit dem Schleifstein und mir das schöne Finish zerkratze, sondern das muss so geschliffen werden. Oh ja, das fühlt sich fast gut an. Ich hätte schon richtig Bock, das mal zu schleifen, aber ist eben nicht meins. Daher darf ich das nicht. Wow, aber das, wie gesagt, das lässt sich mit Sicherheit gut schleifen. Ja, obwohl ich was zum Schleifstein sagen muss, ja, und das ist für mich ja schon, darüber muss man sich im Klaren sein, wenn man so ein Messer hat. Wir haben hier einen ganz, ganz leichten Recurve. Einen ganz leichten. Kriege ich den visualisiert? Das ist eine gute Frage. Bekomme ich den visualisiert? Ja, man sieht es ganz leicht. Ich müsste mal ein Licht beschaffen, dann zeige ich euch das. Da kann man nämlich durchschauen. Oberhalb mal kurz angemacht. Ja, vielleicht reicht es vom Licht her. Mal gucken. Jetzt setze ich es mal rauf und gucke mal, ob man es durch die Kamera sieht. Also man sieht es leider auch nicht. Doch, hier sieht man es. Hier ist so ein minimaler Recurve drauf. Das ist jetzt auch nicht ganz plan hier. Mir fehlt jetzt hier ein Winkel oder so. Aktuell ist der nicht vorhanden. Sonst könnte ich euch das zeigen. Das ist ein minimaler Recurve. Der sollte aber auch nicht stören, wenn man damit auf den Schleifstein rauf geht. Man muss einem nur eben bewusst sein, dass es irgendwann nicht mehr ganz gerade ist. Also ich bin mir wirklich ziemlich sicher. Man sieht es jetzt hier auch in der Kameraeinstellung. Das macht so einen leichten Bogen dort unten. Ja, wie gesagt, das ist so eine Challenge beim Schleifen. Hier oben auf der Klinge ist noch ein Jimping angebracht. Das ist ein Nichts-Jimping. Ja, muss ich auch sagen. Also, das ist ein Zier-Jimping. Das macht gar nichts. Ja, also, es macht mit dem Finger nichts. Es wird beim Handschuhtragen nichts machen. Das ist ein reines Zier-Jimping. Ja, also, zum Plastik nochmal zurück. Wie gesagt, ich bräuchte es nicht. Ich habe auch Fotos gesehen im Internet, wo dieses Plastikstück nicht drin war, ja, ist eben jetzt hier drin. Vielleicht war es wirklich ein Versuch, 42A, aber ich würde dem nicht trauen und gibt auch keine Empfehlung.
von mir, das jetzt als 42a hier zu betrachten. So, dann kommen wir zum Griff. Wir sehen, alles Titan, Framelock-Folder, gefräster Clip. Ja, klasse, echt. Also für jemanden, der richtig gerne Totenköpfe mag, ist natürlich ein richtig klasse Sammlermesser hier. Vor allem, ihr seht, alleine hier schon bei mir in der Werkstatt bekomme ich das schon hin, dass im Lichtspiel hier so viel möglich ist zu entdecken. Das ist der Wahnsinn. Ja, und das macht das Messer wirklich besonders. Es ist ja auch ein Sammlerstück. Man sieht es hier, 158 von 200. Daneben das Logo, sehr clean gehalten. Alles hier nochmal, das gelaserte Logo auf der Rückseite. Alles sehr clean gehalten. Ja, und wie gesagt, diese Grifflaserung, die macht hier echt schon etwas her, finde ich. Ja, echt klasse. Sonst blau anodisiert, das ist der Rest vom Titan. Wir haben hier drin leichte Ausfräsung, um es eben nochmal leichter zu machen. Dann die O-Balb wieder her. Vielleicht kann ich da ein bisschen reinleuchten mit ein bisschen Zusatzlicht. Ja, hier sieht man es jetzt ganz gut. Ja, da wurde eben quasi drin nochmal skelettiert oder nicht skelettiert, und so ist ja ganz durch eben Material abgenommen, abgefräst, damit es eben leichter wird. Und ja, 209 ist eine Ansage. Wenn man das natürlich nicht macht, dann hat man hier eben noch mehr in der Tasche. Und das sieht schon ganz gut nach unten, wenn man das hier mal eingeklippt hat, das Messer. Also das sieht die Hose echt nach unten. So, kommen wir zum Framelock. Der Framelock hat ein Inlay. Und das ist auch so, wenn ich das Messer mal etwas doller aufschlage, dass es immer noch super, super sanft sich wieder zu öffnen lässt. Das ist einfach gut gelungen, das ist sehr gute Qualität an der Stelle. Wie gesagt, ich kenne das auch anders. Sticky Locks oder wenn man mal wirklich dolle gearbeitet hat oder gedrückt hat oder das Messer aufgeworfen hat, dass er dann Sticky Lock hat, hat der gar nicht. Der läuft super hier. Ja, das ist Wahnsinnsverarbeitung. Ja, man sieht ja auch den Detent Ball. Der Detent, ja, der ist so, wir zeigen den Tisch hier. Wenn jetzt freies Feld hätte, ich verspreche euch, ich würde schaffen, das Messer aufzuschleudern. Also ganz so stramm ist der nicht, der Detent Ball. Und das stört auch so ein bisschen beim Schließen, weil das Ding ist kein Freefaller, das ist eine Guillotine, wirklich. Also ich sag's euch, beim einhändigen Schließen, wenn man hier die Finger dazwischen hat, da hat man übelste Verletzungen. Ihr seht, das Ding, das klappt zu, das ist wirklich wie eine Guillotine durch das Gewicht und durch die Kugellager. Ist das wirklich richtig, richtig schwerfallend hier, ja. Könnten wir mal was dazwischen legen und durchtrennen. Nein, ist es nicht meins, ich mache das nicht. Ich soll hier keine zerstörenden Tests oder so etwas machen, das mache ich jetzt auch nicht. Genau, also weiter zum Griff. Was haben wir sonst noch? Wir haben hier ein Element drin. Ich gehe davon aus, dass dieses Element einfach zu optischen Zwecken da ist. Ja, das glaube ich nicht, dass das einen Sinn hat. Hinten ein Lanyard-Hole, da bekommt man auch nahezu alles drunter. Achso, hier nochmal ganz kurz. Trotzdem dieses Element da ist, kann man nicht durchgucken durch das Messer. Das heißt, hier gibt es nochmal einen separaten Backspacer. Ja, separaten Backspacer und hier oben noch. Und ich sage euch eins, ja, ich kriege es auch ganz gut eingefangen hier. Null Übergänge. Da, Wahnsinn, wie sauber das hier verschliffen wurde. Wahnsinn, überall. Also, wie gesagt, das ist schon ein Messer auf einem hohen Niveau hier. Ja, da kann man wirklich nichts sagen. Von der Verarbeitung her, von der Qualität her. Hier wurde auf vieles geachtet, ja. Dass es einfach ganz sauber daherkommt. Also, das ist wirklich eine tolle Sache. Auch diese Verrundung hier unten, da ist nichts scharfkantig, gar nichts, ja. Ja, klasse. Wirklich kann ich nichts anderes sagen. Geschlossen ist es so ein bisschen, ja, erinnert so ein bisschen an Vogel hier oder wie auch immer geschlossen. Das da hinten, ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Übrigens, hier ist noch ein Vogel. Hier vorne am Griff, hier sind die Augen, da ist der Schnabel. Ein Mini-Küken, würde ich sagen, aber zurück. Geschlossen sieht so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Durch das Loch hier, wo eben der Anschlagbolzen dann raufkommt, sieht es ein bisschen komisch aus. Auch dass hier dieser Überstand, ja, wie gesagt, geschlossen nicht ganz so mein Fall. Offen auf jeden Fall, tolles Ding, ja, soll ich sagen. Und sehr wuchtig in der Hand. Wäre jetzt nicht mein EDC-Favorit, aber das ist ein absolutes Vitrinenstück. Allein diese Farbspielerei, ihr seht es hier nochmal mit den Totenköpfen,
klasse gemacht. Das ist wirklich ein wunderbares Designerstück hier, ganz ehrlich sagen. Größenvergleich, was haben wir hier aktuell in der Werkstatt liegen? Wir haben beim Manly Comrade zur Wartung. Ja, genau, schön schmutzig, schön runtergewetzt. Ja, das Manly Comrade erreicht die Größe nicht. Ja, da fehlt bestimmt ein Zentimeter Klinge und hinten am Griff, ja, der ist ähnlich lang. Also der Griff, ich zeige es euch auch, der ist ähnlich lang wie beim Manly Comrade, nur die Klinge ist hier bestimmt noch ein Zentimeter, fehlt hier zu dem Midgard Bambur, heißt es übrigens. Habe ich euch ganz vergessen zu erwähnen. Ich habe jetzt mal ganz kurz geguckt, wofür Bambur steht. Ich sage es euch nicht, weil richtig verstanden habe ich es nicht. Nehmen wir es einfach mal so hin. Midgard Bambur. Also, Größenvergleich. Das ist ein Victorinox. Hier liegt noch ein UK PK rum zur Wartung. Das ist natürlich vom Größentechnisch hier Spielzeug. Genau. Anders kann ich nicht sagen, obwohl der Griff ähnlich lang ist, wenn man den Fingerjoy mit zum Griff jetzt zählt. Und im Keller habe ich immer noch liegen, ein Climber, das verschwindet natürlich auch in diesem Messer komplett, das kann man dahinter verstecken. Ja, das sind nicht wirklich Größenvergleiche, aber damit ihr mal seht, das ist schon etwas Mächtigeres, was wir hier liegen haben auf dem Tisch. Das ist nichts Kleines, Handliches, Kompaktes und bei 209 Gramm wiegt das auch schon ein bisschen. Aber es kommt ja bei dem Messer gar nicht so drauf an, dass hier die Funktionalität im Vordergrund steht. Wie gesagt, das ist auch aufgrund der limitierten Auflage hier für mich ein absolutes Sammlermesser und so sollte man das auch handhaben bei dem Messer. Also sollte auch eigentlich das Kaufziel sein, da bin ich mir sicher, dass es hier um Sammler geht. Ich hätte ja auch viel zu viel Angst, was kaputt zu machen. So, ich weiß gar nicht, Overtravel oder sowas, ob der sowas drin hat. Wir können ja nochmal reinleuchten, gucken, ob ich was erkennen kann. Das habe ich jetzt noch gar nicht nachgeschaut. Ich glaube, der hat da kein Overtravel drin. Ja, wird aber bei dem Titananteil hier wahrscheinlich keine Rolle spielen, weil keiner genug Kraft im Daumen hat, um überhaupt den Framelock hier zu verbiegen. Ja, also der Clip noch einmal ganz kurz. Ja, ich habe den, wie gesagt, getragen, lässt sich einführen und ausführen. Das funktioniert alles. Er sitzt eben nicht ganz tief, weil eben das Hosenbund dann hier ansteht und er steht eine ganze Ecke draußen. Das braucht auch das Messer, weil durch das Eigengewicht braucht man irgendwas zum Ziehen. Wenn man keinen Fangriemen dran hat, ist das schon essentiell wichtig. Also echt absolut cooles Teil. Vielen Dank nochmal an Midgards Messer. Dirk Hofmeister, dass du das hier ermöglicht hast, dass wir das alle mal vorstellen durften und vor allem auch so ein hochwertiges Messer auch mal in die Hand bekommen und das mal bespielen und mal gucken, wie ist das, wie fühlt sich sowas an, wie trägt sich in der Hose. Also wirklich klasse Messer. Ich bin überzeugt, auch gerade, dass die Qualität bei Midgard-Messern, wirklich Midgards Messer, wirklich klasse ist. Ich habe jetzt hier, kann ich wirklich nichts sagen. Also das ist toll. Und Autor Heinz, nochmal vielen Dank für die Organisation. Das ist ja auch nicht ohne, sowas zu organisieren. Das kostet ja auch Zeit. Und dafür danke nochmal. Ja, das ist was Gutes für die Messerszene, dass wir alle gute, schöne Modelle in die Kamera halten können. Und mir hat es einen Mordspaß gehabt, hier dieses Messer gehabt zu haben. Und das geht jetzt wieder auf den Weg. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, sage ich erstmal. Das Midgards Messer Bambur. Ja, tolles Messer. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.